Oh, dann herzlich willkommen zurück zu einer wahrscheinlich etwas verrückteren Folge ATS. Ja. Wer die letzte Folge gesehen hat, das Ende vor allen Dingen, weiß warum. Ich hatte ja mal vor einer ganzen Weile, ich glaube, das war aber bei ETS, eine Folge, da hatten wir auch so eine Schwertransportmission gemacht. Und da hatten wir am Ende so einen Schlängel gehabt. Und da hatten sich auch die Begleitfahrzeuge irgendwie aufgehangen. Da hat sich auch schon angebahnt, wo ich durch eine Maut nicht durchfahren konnte. Oder beziehungsweise ich bin bei der Maut dran vorbeigefahren an der Maut. Und mein Begleitfahrzeug vor mir ist aber einfach durchgefahren durch die Maut. Und das war dann das Omen anscheinend, dass das gar nicht mehr geht. Und wir sind jetzt hier wohl irgendwie auch an einem Punkt, wo die Mission auseinandergefallen ist. Ich weiß nicht genau, an welchem Punkt, aber wir haben das Auto flackert. Wir sind gerade durch eine Raststätte gefahren zum Schlafen, obwohl wir nicht geschlafen haben, weil wie man sieht, mein Bett ist immer noch komplett blau. Und das hintere Begleitfahrzeug, das ist da hinten irgendwo und macht auch Breakdance. Das hier sind wir durchgefahren. Und ich verstehe nicht genau, an welcher Stelle hier etwas schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall, da wir jetzt hier nicht mehr machen können, weil ich glaube, sobald wir losfahren, kommt wieder das, dass wir die Formation verlassen haben. Beziehungsweise der hier fährt doch gar nicht mehr los. Ja. Hä? Achso, ist halt auch noch beschädigt. Was natürlich auch nicht stimmt. Das heißt, wir werden mal einen früheren Ladepunkt starten, bevor wir in die Raststätte eingebogen sind. Und dann gucken wir nochmal genau. Ich schätze mal, wir hätten dort wirklich schlafen sollen. Aber es gab nie diesen Punkt. Ne? Normalerweise heißt es ja immer. Oh, jetzt geht es auf ein anderes Wetter. Geil. Oh, ich mag das Wetter. Können wir hier jetzt nicht bleiben? Ich finde das Wetter so schön. Na gut. Normalerweise, wenn du auf einer Raststätte bist, wenn du eigentlich nicht richtig stehst, das Ding mit dem Motor abschalten, damit du pennen gehen kannst. Und das kam aber nicht. Jetzt weiß ich nicht, wir hatten ja diese rote Linie in der Map und wir sind einfach dem Begleitfahrzeug gefolgt. Es könnte natürlich sein, dass wir aus der Formation hätten ausbrechen sollen und weiter Raum fahren sollen, damit wir hätten wirklich schlafen können. Können wir jetzt einfach mal gleich mal probieren. Welchen Speicherpunkt lade ich denn jetzt gleich? 5 Uhr, es ist ja alles das gleiche hier. Oh ne, ist 3. Ich lade mal 3.28 Uhr. Das ist der. Dann 1.28 Uhr. Das ist in der Raststätte. Das ist das, wo wir auch hier, ne? Das war auch, als wir lang gefahren sind, hat sich zwischen das Begleitfahrzeug und mir so komischerweise das Auto geschoben und hat dann hier auch alles kaputt gemacht. Wir gehen also noch eins zurück. 58. Und sind jetzt vor der Einfahrt. Okay. Gut, das vordere Begleitfahrzeug fährt auch los. Das heißt, es scheint mich zu beachten. Also schon mal ein gutes Zeichen. Begleitfahrzeug hinter uns sehe ich gar nicht. Doch, da ist es. Okay. Ich speichere mal. Und jetzt, ich folge jetzt nochmal dem Begleitfahrzeug. Und der roten Spur, die im Navi eingezeichnet ist. Beziehungsweise, ich glaube, das Begleitfahrzeug fährt halt einfach die rote Spur ab. Und wenn es dann wieder knallt, genau, verpflichtende Ruhepause. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Und wenn es dann gleich wieder knallt, nimm die Ausfahrt rechts. Hat sich gerade die Straße geändert? Hä? Straße hat sich gerade geändert, kann das sein? Der Punchstreifen dort. Whatever.
Ne, wie gesagt, wir haben noch 6 Stunden vor uns. Wir können auch nur noch 3 Stunden fahren. Es ist also zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich eine verpflichtende Ruhepause habe in der Schwerlasttransportmission. Ist natürlich schön ironisch, dass genau direkt die erste Mission, die ich habe, total verbuggt ist. Danke dafür. So. Ich folge dem jetzt einfach mal nochmal. Und hoffe, dass uns diesmal kein Auto in die Quere kommt. Biege nach links ab. Was war das gerade? Ich hab's Bild nicht mehr. Hä? Wie krieg ich das? Aber nee, das ist ja eben das bloß das Tanksymbol. Ach, drück die volle Taste, um zu tanken und Ruhepause zu. Okay, ich halt. Also, ja, okay. Und ich bin hier vorhin einfach durchgefahren, weil es halt das Tanksymbol war. Und auch in der Reihe mit den anderen Tanksymbolen. Ich dachte, das Ding gehört einfach so zur Tankstelle dazu. Das war's. Okay. Cool. Aber jetzt will ich noch mal kurz weiter. Gut, jetzt wissen wir so ein bisschen, woran wir sind. Jetzt kenne ich meinen Fehler. Los. Also, okay, die Straße war schon in der Zeit hier. Okay, gut. Gut, okay. Also, jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Okay. Das habe ich vorhin echt überhaupt nicht betrachtet, weil, ja. Bei der Tankstelle, das grüne Ding mit dem Kanister-Symbol ist halt für mich einfach Tank. Das ganz normale Tanksymbol. Nichts Besonderes, whatsoever. Ich glaube, wir sollten noch ein anderes Symbol nehmen. Damit es ein bisschen weniger verwirrend ist. Ja? Einfach nur, damit es ein bisschen weniger verwirrend ist. Weil es ist halt wirklich. Ne? Wie gesagt, es ist genau in der Reihe mit den anderen Symbolen. Gut, es ist ein bisschen off. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass es ein bisschen off ist. Aber es ist halt ansonsten in der Reihe mit den anderen Tanksymbolen. Direkt neben einer Tanksubsäule. Was ja logisch ist, wenn man da auch tankt. Aber wie gesagt, wenn sie da auch genau das gleiche Symbol haben wie die anderen Tankdinger. Woher soll ich als Laie wissen, dass ich da auch schlafen kann? Weil tanken brauche ich nicht. Mein Tank ist fast voll. Biege nach links ab. Deswegen wäre ich nie auf die Idee gekommen, dort stehen zu bleiben. Ja, ist das ganz normale Tanksymbol. Das ist tatsächlich deprimierend. Schön. Gut, jetzt wissen wir's. Okidoki. Dann können wir jetzt ganz normal in Ruhe weitermachen. Dann wird die Folge also doch nicht so eine Katastrophe, wie ich dachte.
Hintere Begleiter des Fahrzeugs wieder da? Ja. Und schon ist wieder alles so, wie es sein soll. Ein herrliches Gefühl. Ich dachte schon, das wird wieder so eine völlige Katastrophenfolge. Wo wir einfach eine halbe Stunde lang nur rumexperimentieren, wie wir die wieder zu laufen bekommen. Und ja, letztendlich war es mein Versagen. Aber ich muss ganz klar sagen, es war nicht meine Schuld. Weil, wie gesagt, wenn da halt ein Tanksymbol ist an der Tanksstelle, dann denkt man als ATS-Spieler, der das Symbol in- und auswendig kennt, okay, da kann man tanken. So, wie soll man darauf kommen, dass man da auch schlafen kann? Also, da müssen sie definitiv ein anderes Symbol für nehmen. Oder zumindest in einer anderen Farbe machen, wir wissen nicht, dass es halt nicht grün leuchtet, sondern rot oder gelb leuchtet, man weiß, okay, das ist ein besonderes Symbol. Irgendwie sowas. Ja, was in der Folge schaffen? Ja, wird knapp. Ich glaube nicht. Nee, wird nie im Leben was. Wir haben noch fast 300 Meilen vor uns. Kann gar nicht klappen. Deswegen, ne, wenn man mal sieht bei der Vergütung, wir bekommen $52 pro Meile, klingt erstmal viel im Vergleich zu anderen Aufträgen. Also zu normalen Aufträgen. Aber wenn man dann auf der anderen Seite sieht, wie langsam man hier vorankommt und das quasi gegenrechnet. Na, also wenn wir jetzt, ich sag jetzt mal, das anderthalbfache bekommen an Geld. Wir brauchen aber trotzdem mindestens doppelt so lange für die Mission. Heißt das, dass wir unterm Strich trotzdem nur 3/4 vom normalen bekommen. Und das heißt, wir bekommen bei der Mission halt weniger für, also in der gleichen Spielzeit. What? Warum rennt der schon wieder? Standardkraft Minimum 40? Ja, schaffen wir gerade mal so.
Das ist eine schöne Strecke, damit wir auch mal langfahren. Hier kommen die Musik aber auch so laut vor. Also im Vergleich zu den Fahrgeräuschen und so. Gut, okay, wir fahren jetzt relativ langsam. Da hat wirklich die LKWs relativ wenig Geräusche. So, außer es geht gerade bergauf. So. Aber eben, der Motor hat gerade fast nichts zu tun. Wir haben halt doch kaum Fahrgeräusche, also Abrollgeräusche oder Wind. Oh ja. Oh, ein komisches Lied. Oh, nicht das Lied. Also, Wasser garantiert gerade eh fast vorbei, aber hey. Aber dass sie überhaupt so allgemein so Pickups hier zu uns begleiten, ist ja auch neu, ne? Weil eben, bei ATS wurden wir bisher immer nur Polizeifahrzeugen begleitet. So hier, also auch mit Rot- und Blaulicht und so was alles. Was wir so eine Pickup-Fahrzeuge uns begleiten haben, ist eigentlich bisher auch noch nicht gewesen. Also ist auch das erste Mal. Oh, die Wolken ziehen sich ganz schön zusammen. Was hat er noch regnen?
127k. Aber die ist auf dem Level aufgestiegen. Wir müssen mal gucken, ob die überhaupt noch richtig konfiguriert sind, unsere Mitarbeiter. Die müssen, glaube ich, immer noch alle auf ausgeglichen sein, ne? Zu wissen, wird das, also die Suppe wird immer dichter. Habe ich auch richtig Bodennebel hier. Wir wollen so, überholen uns wieder welche? Oh, da vorne kommt aber eine enge Kurve. Mag ich ja gar nicht. Kein Spurwechselmanöver? Okay. So, wenn das kein Spurwechselmanöver ist, dann weiß ich aber auch nicht. Digga, like a smooth operator hier, was ist los an meiner Köln? Guck mal, die bleiben stehen, obwohl kein Polizeifahrzeug da ist. Immer wieder was Neues. Okay. Sehr interessant. Okay, ja, also die Suppe wird echt nochmal dichter. Aber Nebel heißt zumindest, dass kein Regen ist. Sieht aus, als wenn die Straße da vorne aufhört und nach links abgeht, ne? Also nur nach links geht.
rechts halten und dann rechts abbiegen. Gut, dann. Da muss man der Folge auch gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge denn dann wieder. Bis dann.